Und zwei fliegende Festungen sind stärker als ein Sonnentempel. Sobald 105 startet, machen wir es. Jetzt, okay. Okay. Alles, ja, wow. Alles wow. Aktivieren. Wow. Die machen, ja, die machen Pausen, weil einfach nicht schnell genug Nachschub kommt, auf die sie schießen können. Alright, Leute, willkommen zurück zu Blutsauders 6 mit Bado. Hallo, ich sitze. Ich sitze und ich stehe. Tisch, komm mal ein bisschen hoch. Komm mal ein bisschen hoch. Komm mal ein bisschen hoch. Da kommt er hoch, Leute. Ne? Ist ja ein Hoch bekommen, sehr gut. Ja, ich habe einen Hoch bekommen. What? What the? Komm, der Tisch ist jetzt oben. Jetzt kann die Aufnahme starten mit Baro und wir machen was Schönes rein. Team Früh aktiv. Ich hoffe, ihr seid wach. Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid, für eine wunderschöne Folge. Naja, viele sind natürlich wieder in der Schule wegen Corona, bla bla. Einige sind vorbei, einige sind zu Hause. Das stört uns nicht daran, was Schönes zu machen. Was machen wir, Baro? Den Affenflieger. Aber nicht nur einen Affenflieger, sondern zweimal. Zweimal die fliegende Affenflieger. Feste. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird ziemlich insane werden. Also, das wird eine ziemlich coole Sache. Natürlich auch gerne bei Bado vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung. Weil wir haben das überhaupt noch gar nicht ausprobiert. Wir haben es noch 0,0. Wir wissen gar nichts über diese Challenge. Das ist Neuland. Neuland. Komplett irgendwie, Neuland. Irgendwie muss ich niesen. Ich weiß. Gerne könnt ihr natürlich auch einen Abo-Button und Glocke reinhauen, Leute. Würde mich mega, mega freuen. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall auch kein Video. Und bei Bado kommt auch noch was Schönes raus. Ich habe gehört. Kann ich ein bisschen Geld kriegen? Für was? Weiß ich nicht. Ich hab dir gerade all mein Geld gegeben und ich hätte auch ganz gern ein bisschen was. Ist mir gerade einfach ein bisschen viel. Dann gebe ich dir mein Geld. Wir haben das mit einem Hubschrauber gemacht. Deswegen habe ich so viel. So, was hatten wir für Themen? Supercell. Corona. Supercell gibt dir keinen Creator-Code und die werden dir auch nie einen Creator-Code geben. Nein, ich will nicht nochmal Supercell haten. Ich will Supercell nicht haten. Das ist mein Lieblingsunternehmen. Ich werde nicht einmal beschlecht. Die werden dir nie einen Code geben. Du machst zu wenig Werbung für Kisten, die die Zuschauer auch kaufen müssen. Kauft euch Kisten, öffnet Kisten, gebt Geld für dieses Spiel aus, sonst macht das keinen Spaß. Nur Geld ausgeben, Leute. 800 Euro pro Tag. Dann bist du Supercell-Partner. Aber ist sieht doch man so, da, oder? Man sieht, dass du stehst, ne? Ich wechsle das Thema knallt. Ja, man sieht, dass du stehst, ne? Ja. Schon eigentlich. Also, kannst dich mal hinhocken, kannst du mal. Du bist doch Russe, die Russen sitzen doch immer mit dieser. Aber wenn ich hinhocke, sieht keiner was. Jetzt brauchst du eigentlich noch ein Headset und ein Mikrofon, womit du ein bisschen weggehen kannst. Und damit kannst du ganz mobil sein. Also Kopfhörer kann ich weggehen. Es ermöglicht eine Menge kreative Sachen. Ich kann einfach aus dem Bild rennen, bin Baron mich hopp, oder wieder einfach ins Bild rennen. Das geht alles! Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber hast du den Greenscreen auch aufgebaut? Oder ist der Greenscreen ist aufgebaut. Die grüne Wand ist am Start, okay. Die grüne Wand ist da. Ja, ist nicht schlecht. Das ist cool, nicht schlecht. Ne? Aber wir machen nicht einfach nur so die Flieger, wir machen schon übertakten zehnfach, ne? Ja, wir machen gute Flieger. Wir machen gute, starke Flieger. Gute deutsche Flieger. Gute deutsche Flieger. Gute deutsche Flieger. Spitfire-Qualität. Es steckt eine Plantage in dir. Nicht für dich. Das Ding ist halt. Ja. Die fliegende Festung ist auch so stark genug, wir brauchen eigentlich nicht zwei. Das ist nur einfach Gier, dass wir zwei machen wollen. Ja, die Festung ist wahrscheinlich die zweitstärkste Einheit überhaupt. Nach dem Sonnentempel. Und zwei fliegende Festungen sind stärker als ein Sonnentempel, Leute. 100 Pro. Doch, würde ich auch unterschreiben wahrscheinlich. Ja. Klingt erst nach einer mutigen Aussage, aber es stimmt wahrscheinlich. Nicht mal Sonnentempel, ich meine Sonnengott. Also schon der gute Sonnengott. Aber ja, der Schwarze, der Black Man? Der Black Man? Ja, der Schwarze könnte knapp werden, aber der normale Sonnentempel, ja. Ich glaube, zwei fliegende Festungen sind stärker als ein Sonnentempel. Schauen wir mal, was die drauf haben. Wir spielen ja auch extra auf schwer, damit das ein bisschen knackiger ist und ich esse auch einen Apfel nebenbei. Ich finde, du sagst musste. Ich musste einen Apfel essen. Ich musste. Und das geht auch nur, seitdem ich einen Städtisch habe. Vorher ging's nicht. Vorher ging's kein Apfel in den Mund. Nee. Ja. Dann konntest du dir keine Dinge in den Mund schieben. Da ging vielleicht mal ein Blini in deinen Mund. Jetzt kann ich halt Apfel in die Hocke gehen und mir auch ab und zu mal Blini aus der Hose rausholen. der gute Blini in der Hose. Kennt, glaube ich, keine mehr. Nee, kennt keiner mehr, ne? Ja, das ist wirklich 2014. Ist das für Zuschauer eigentlich seltsam, wenn man so für uralte Insider redet und die dann so, Naja, es gibt halt ein paar Zuschauer, die faken dann. Der Blini, ja, natürlich, ja, lustig. Aber kennt keiner. Bis auf Heiko. Kondensmilch im Loch. Weiß auch keiner mehr. Nee. All die Geschichten. All die Geschichten, Leute. Wir haben quasi damals
alle Formate schon vorausgegeben, bevor YouTube Deutschland dahinter kam. Ja, bevor wir Zuschauer hatten, haben wir schon all den Inhalt eigentlich rausgehauen. Seit 2014 schwimmen wir nur noch. Ja, guck, ich war einer der ersten Reaction-Kanäle mit Tasten, theoretisch. Ja, das stimmt, ja. Ja, einer der ersten Reaction-Kanäle. Du warst einer der ersten Fortnite-YouTuber. Du warst der erste Fortnite-YouTuber. Ja, absolut. Inhaltlich korrekt, ja. Inhaltlich korrekt. Du hast das allererste Video rausgebracht. Ich fand's halt nur nicht cool, das Spiel damals. Nee, du hast gesagt, das wird nicht hypen. Ja, ich hab gesagt, das setzt sich nicht durch. Das Spiel wird kein Hype haben. Bereust du es inzwischen ab und zu mal, oder? Bin zufrieden damit, dass ich nicht Millionen geholt habe. Weinendes Augen. Ja, aber stell dir vor, du hättest jetzt... Es gibt ja diese Meme mit dem einen, der weint und der so eine fröhliche Maske aufhat. Ja, das genau. Diese fröhliche Maske mit dem Wein. Naja, aber guck mal, du müsstest jetzt bis 3 Uhr nachts irgendwelche Konzerte angucken oder sogar bis 4 Uhr nachts. Muss ich nicht, das hast nur du gemacht, weil du... Ja? Keine Ahnung. Aber war krass. 5000 Zuschauer oder so war doch live, oder? War ja. Nicht? Ich hatte sogar 8000 Spitze auf Twitch. Nicht, dass wir das brauchen, aber wir wollen ja die so stark machen wie möglich. Ist schon krank. Beide auf Stufe 3 und kriegen locker bis Runde 5. Ist schon absurd. Schon, ne? Na gut, ich habe auch die Plantage echt gut verbessert. Geld ist wichtig, Leute. Damit kannst du dir einen Städtisch kaufen. Ich will sitzen. Ich mag das zu sitzen. Nein. Scanner. Ich hab's. Weißt du, wie viel Kabel hier verlaufen, ey? 3. 3? Hast du mal wisst, einige Kommentare so geschrieben, wie kann man so lange an meinen Tisch bauen? Ja, wenn du eine Maus, einen Monitor hast, einen 20-Zoll-Monitor hast, und das alles zusammenschließt, natürlich hast du das innerhalb einer Stunde fertig. Aber ich habe mal 10-mal so viel. Ich habe 3 Steckdosen, die alle voll sind. Da ist er wieder am Flexen. Das ist kein Flex, das ist eigentlich Shit. Ich habe 3 Steckdosen, die voll belegt sind. Das ist Kacke. Weißt, manchmal fliegt bei mir die Sicherung raus, wenn ich den PC mache, weil das einfach zu viel ist. Ja, ich habe Lichter, ich habe Monitore, der Rechner. Lampen, Kamera wird auch noch mit Strom verfüttert. Ja, okay, gut. Soundboard. PC, Softbox und ein Monitor. Ja, ich versuche dich einzuholen. Guck mal, ich fliege ganz Zeit hinterher. Ja, du siehst ja, ne, sieht aus, wie du schneller bist, aber nee, ich bin schneller. Nee, gleich schnell. Ich bin weiter mit der Kohle, haha. Aber ich hab, wieso? Haha. Du hast mehr Drops gemacht, ne? Ne, ich hab dir mehr gegeben. Nee, ich glaube, du hast mir Drops gegeben, ja. Du hast mir, gib mir mal Geld wieder. Wir brauchen eh mal ein zweites Flugzeug, so insane stark sind die, ey. Ne, aber ich würde schon gern, dass beide Ultra Boost haben und so. Das wäre schon. Ja, das kriegen wir noch hin. Kriegen wir wirklich locker hin. Komm, jetzt sehe ich meinen Pionier aus, jetzt kann ich auch so langsam... Ne, obwohl, ich mach auch meine Spuckgestalt. Money Income ist ja hier gerade richtig. Da, guck mal, das schaffen wir noch bis Runde 100. Gib dir Geld, da bis jetzt kannst du auch nochmal machen, da. Ja, zuerst alles upgraded. Ey, das ist unverhältnismäßig. Aber mein Bomber ist immer noch kleiner, der hinter dir herfliegt. Ein kleiner Propeller. Okay. Ja. Ich find's super. Leute, findet ihr das auch super? Schreibt ein super in die Kommentare. Aber falsch schreiben müsst ihr. Mit Doppel-P. S-U-P und dann H-E-R. Super. Willst du nicht mehr Doppel-P machen? Super? Super. Ja, das geht auch. Dann glauben die Leute, ihr seid französisch-intellektueller. Ja. Besser intellektuell als intellektuell, so. Der Top-Comment unserem letzten World Talk war, glaube ich, irgendwas Russisches. Und wenn man das in den Google-Übersetzer packt, steht da, Leute, die Russisch können, einfach mal Daumen hoch geben, damit Leute denken, hier steht was Wichtiges. Fand ich ganz gut. Russen mit Humor, respektiere ich. Ja. Hat gebaitet und er hat gewonnen. Moment. Oh Gott, hast du gleich auch den Alchemisten verbessert schon von der Kohle? Nö. Okay, gut. Aber ich habe jetzt fliegende Festung. Und ich habe Übertakten. Nice. Du auch, ne? Guck. Ja. Jetzt haben wir doppelte fliegende Festung und das sieht irgendwie noch geiler aus. Ja, ist doch unnötig so gierig gewesen zu sein, ne? Weil ich meine, wir haben ja nur Zeit. Ist ja nicht, dass sie jetzt Probleme hatten oder so. Nein. Wir müssen Maximum Level bis 100 schaffen, das ist die Challenge. Ja, aber schaffen wir so, jetzt haben wir in Runde 90. Ja, also, eines der leichtesten Challenges, Leute, aber es sieht cool aus. Viel leichter geht's halt nicht. Ne, da könnte ich jetzt nochmal eine Sitzübung machen, weil ich einen Stehtisch habe. Ja, ich mache eine Sitzübung, weil ich stehe. Ja. Sehr gut, Sinn. Sehr gut. Aber ich finde, das fordert die Kreativität und das überträgt Energie an die Zuschauer. Die fühlen sich energischer durch die Dynamik, die dadurch entsteht. Durch die dynamische
Stehposition, die ich da mit erreichen kann. Kommt mehr Energie rüber. Leute, spürt ihr meine Energie bei euch? Aber bitte nicht in die Steckdose fassen. Niemand, Doppelpunkt. Stan, Doppelpunkt. Ich kann jetzt Sitzübung machen, weil ich stehe. Ja. Mit fünfmal in den Kommentar stehen. Kann mir niemand mehr sagen, dass ich mein Geld nur mit Rumsitzen verdiene? Ich habe jetzt harte Arbeit. Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen. Guck mal, was du lieber ein bisschen Mal wird's nicht besser, ne? Wir sind gleich durch, ne? Wir machen so schnell alle kaputt. Ihr müsst wirklich, Runde 98 sind bestimmt. Guck, und ich hab noch nicht ultra boostet. Ja. Ich bin ultra boostet. Aber wir müssen gleich noch alles gleichzeitig aktivieren. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht für unser Format, wo wir das Wettrennen machen, ne? Wenn er so schnell alles killt, ohne 100, bam, und kaputt. Runde 100. Wow. Wow. Ich hab den Bett nicht mal gesehen! Wow! So insane stark sind die Leute! Der hat die weggelasert! Wow! So, warte, aber jetzt müssen wir nochmal alles ultra boosten. Was fehlt noch? Du brauchst noch einmal, ne? Gib mir noch ein bisschen Geld für zu den Waffen und Heimatverteidigung. Okay, Hammer. Yep. Okay. Bist du ready? Drei. Warte. Ich will einen Fetten sehen. Ich will auf den Fetten warten, dass wir das machen. Den sehen wir nicht! Der kommt gleich. Den sehen wir gleich und dann haben wir raus. Sobald 105 startet, machen wir es. Jetzt, okay. Okay. Alles! Ja, wow. Alles wow. Aktivieren! Wow. Wir haben Pause in Runde 105. Die machen, ja, die machen Pausen, weil einfach nicht schnell genug ein Nachschub kommt, auf die sie schießen können. Es ist insane! Wisst ihr, was insane wäre, wenn ihr Abo-Button und Glocke reinhauen würdet? Bei Bardo vorbeischaut. Dort auch nochmal Abo-Button Glocke. Ein Like-Button, wenn ihr Spaß habt an meinen Sitzübungen. Ne, wenn ihr auch Energie spürt, gerne auch oben rechts auf den i weitere Videos anschauen. Hier bei mir sind auch noch zwei Kasten. Oben links ist mein Zweitkanal da. Oben links. Und gebt mir Flosse. Lapp.